Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf. Ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst. Sie haben größere Zähne und dickere Haut. Manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihrem Maul. Aber ich hab jeden Test bis hier geschafft. Wegen ein paar Karnivoren mach ich sicher nicht. Moin Leute, willkommen zum neuen Patch Notes Video. Ihr habt schon in der Beschreibung gelesen oder im Titel, der Riesenpatch, der 70 Sachen ankündigt oder verändert hat. Ob es gute Sachen sind, weiß ich nicht. Natürlich konnte ich auch nicht alle Sachen in-game testen. Wenn irgendwas nicht gehen sollte, es neue Bugs gibt, gerade durch so einen Patch, Leute, denke ich mal, das wird krasse Bugs geben. Schreibt es bitte mal gerne in die Kommentare, dass alle drauf gewappnet sind. So können wir uns gegenseitig austauschen und wissen auf jeden Fall, was in Zukunft funktioniert oder nicht funktioniert. Natürlich, wenn hier in diesem Patch jetzt einige Dinge verändert worden sind, die einen Guide so brauchen werden in Zukunft oder irgendwas neu verändern sollten, wird natürlich die nächsten Tage Videos geben, Leute, ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, ja, kriegen wir das jetzt hier hin, 70 Sachen vorzulesen. Ich gönne mir vorher nochmal ein Energy, Leute, weil sonst schaffe ich es ja nicht, die 70 Sachen einfach runterzurattern. Und wie gesagt, wenn ihr auch Holy Energy haben wollt, Leute, Link in der Beschreibung. Mit unterstützt ihr mich, ist ein geiles Zeug, schmeckt gut und hält auf jeden Fall wach. Also Leute, ich gönne mir jetzt und wir sehen uns gleich beim Vorlesen. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und ja, es ist fast schon traurig, dieses Video aufzunehmen, tut mir fast schon ein bisschen leid. Ja, uns wurde ja ein riesen Update angekündigt, so habe ich das Gefühl gehabt, dass mir das als ein Big Patch angekündigt wird und mit 70 Sachen, die verändert werden, die jetzt vielleicht schon das Englische verstehen, sehen, dass das hier die ganzen Patch Notes sind, ja, also es wird schon dieser kleine Bereich, ich übersetze ihn zwar euch trotzdem gleich, ich möchte vorweg nur sagen, es wurden 70 Sachen gefixt, aber ich würde gerne wissen, was. So, wir gehen auf jeden Fall mal die Übersetzung rein, Leute. So, also wir wissen, dass ihr euch über Event-Kosmetika freut. Deshalb werden wir im letzten Jahr der Arc 1 Events, die dazugehörigen Kosmetika, nach dem Ende jedes Events in den Hexagon-Shop stellen. Das heißt, damit ist gemeint, dass ihr im Prinzip im Hexagon-Shop, also auf Genesis 1, Genesis 2, die ganzen Event-Items euch kaufen könnt. Zum Beispiel die ganzen Skins. Dann, apropos, mit dem heutigen Patch werden wir die Love Evolve Kosmetika zum Hexagon Shop hinzufügen. Das heißt, ihr könnt die ganzen Items vom Event, vom Hex, also vom Love Event jetzt im Shop kaufen. Alle Eventinhalte werden am Ende des jährlichen Eventzyklus zum PC-Spiel hinzugefügt, damit sie für unsere inoffiziellen PC-Server und Besitzer-Spieler zugänglich sind. Unsere Konsolenspieler werden alle Event-Kosmetika im Hex-Shop erwerben können. Also, wie gesagt, Leute, einfach in den Shop mal gucken, wenn ihr die Sachen euch kaufen wollt. Jetzt der Knaller, Leute. Puh. Über 70 Fehlerbehebungen auf allen Karten. Welche? Ja, Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendein krasser Bug aufgefallen ist und der jetzt weg ist. Schreibt mir so bitte mal rein. Ich hoffe ja, dass wir in den nächsten Wochen und Tagen nochmal eine Auflistung bekommen der 70 Sachen. Aktuell habe ich noch nichts dazu. Wenn es eine geben sollte, gibt es nochmal ein Update-Video, wo ich euch das wirklich erkläre. Aber ja. Ein Problem wurde behoben, mit dem König Dinopetikus Trophäen beim Neustart der Sitzung verschwanden. Verschiedene Boss-Trophäen können nicht mehr übertragen werden, damit sie nicht mehr verschwinden. Ein Fehler beim Fischen aus dem Kanu wurde behoben. Das heißt, man konnte vorher gar nicht mehr draus fischen. Das haben sie letztens, das ging beim Valentins-Event schon nicht mehr. Wurde jetzt behoben und ein Exploit wurde behoben. Hätte man auch theoretisch da oben reinpacken können, dann wären es 71 Fehlerbehebungen gewesen. Nee, aber Leute, ich finde es ein bisschen traurig. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass sie das noch ein bisschen auflisten, dass vielleicht der Mitarbeiter gerade keinen Bock dazu gehabt hat, das irgendwie lang zu texten, weil es einfach ein riesiger Text geworden wäre. Ich meine, ich habe mich darauf vorbereitet, das vorzulesen. Ihr habt es am Intro gemerkt, das habe ich davor aufgenommen, um einfach schon mal ein bisschen Arbeit mir abzunehmen, wenn dieser Riesenpatch kommt. Also wenn ich jetzt hier gucke, Leute, bei mir war der Patch hier 2,2 GB groß. Das andere hier ist gerade verschieben, wenn ich es richtig sehe. Was dann jetzt hier genau, jetzt wird alles hier verschoben, also das ist eine andere Sache. Aber der Patch war 2,2 GB groß, es ist kein Patch, den man irgendwie als Big Patch ankündigen muss, ja, was ich... Keine Ahnung, Leute. Ich finde es traurig. Sehr traurig. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare Sachen, die euch aufgefallen sind, die jetzt besser sind, ja. Und Sachen, die eventuell schlechter sind. Weil man kennt es arg, es wurden 70 Sachen weggepatcht und 35 kamen neu dazu. Natürlich, falls ich es nicht erwähnt hatte am Anfang oder ihr es gesehen hattet, natürlich der Patch, Leute, ist nur für den PC.
kommt aber wahrscheinlich demnächst irgendwann für die Konsole, so wie es meistens immer ist, dass Konsolen ein paar Patch-Notes sammelt und dann kommt ein Konsolen-Patch. Aber auch da werdet ihr auf dem Kanal natürlich informiert, sobald da was kommt. Und ich finde es immer noch super traurig, dass da nur 70 steht, Leute. Ich komme nicht so ganz drauf klar, aber ohne Witz, ich hatte mir so viele Sachen gewünscht. Ich hatte so viele Sachen wie gedichtet. Ihr könnt die Leute fragen, mit den Leuten vom Batist, vom Xbox-Server, by the way, wenn ihr einen guten Xbox-Server sucht, Leute, Link in der Beschreibung. Wir hatten über so viele Sachen philosophiert, die passieren könnten. Ich hatte mit anderen Servern Betreiber, ob es jetzt die vom Valhalla Gaming Server, für die die PC-Server suchen, oder genauso wie von Yggdrasil, wie die PS4-Server suchen, mit den Admins, wie ich mit denen gesprochen habe. Wir hatten so viele coole Ideen und ja, nix. Also Leute, by the way, wenn ihr einen geilen Server sucht, Link in der Beschreibung für die drei Plattformen, die ich euch empfehlen kann. So, genug an der Stelle, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem vielleicht ein Like da, weil für die Info kann ich ja nichts. Das ist ja ein Wildcard, die ihr wissen, schlechte Informationen uns bringt. Ein Kommentar würde mich auch freuen, wie gesagt, was vielleicht jetzt bei euch besser oder schlechter ist. Und vielleicht sammeln wir ein paar Fehlermeldungen oder positive Sachen und bauen da selber irgendwas zusammen. Mal gucken, was wir kriegen. Also, Leute, euch einen schönen Tag und hoffentlich nicht so viele Bugs. Also, bis dann. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.